Mir kommen ja immer so skurrile Gedanken, die sonst niemand hat. Heute geht es mal um Inflation. Natürlich, jeder weiß, dass alles immer teurer wird. Zum Beispiel kostet heutzutage ein Ei wesentlich mehr als vor 30 Jahren. Aber mal ganz ehrlich, wer kauft denn schon 30 Jahre alte Eier? Was für Eier gilt, gilt auch für nahezu alle anderen Produkte. Schon als kleines Kind habe ich den Unterschied gelernt zwischen dasselbe und das Gleiche. Ja, das gleiche Produkt kostet heute natürlich mehr als vor 30 Jahren. Aber dasselbe Produkt bekommt man doch gar nicht. Das heißt, die Frage ist doch, ob man so etwas überhaupt vergleichen kann. Ob man überhaupt sagen kann, ja, das und das hat damals so und so viel gekostet. Aber genau dieses Produkt bekommt man doch heute gar nicht mehr, will man doch heute gar nicht mehr haben. Immerhin ist mir ja noch ein Produkt eingefallen, das man heute kaufen könnte und das in 30 Jahren bestimmt wesentlich mehr kostet als heute, das man aber in 30 Jahren immer noch benutzen kann, sofern man es warm und trocken lagert. Und das ist Klopapier. Ja, und jetzt ist meine Frage: Würdest du dir denn heute 1000 Rollen Klopapier kaufen, nur weil sie heute billiger sind als morgen und übermorgen und weil du genau diese Rollen Klopapier immer und ewig noch weiterhin benutzen könntest? Da könnte man dann sagen, naja, Inflation. Denk an Inflation. Macht es denn da Sinn, gegen die Inflation anzukämpfen, indem man heute dieses Produkt in großen Mengen kauft und dann irgendwo lagert, kostet ja auch wieder Geld oder Platz oder was auch immer. Naja, und die Alternative ist dann immer, du musst dein Geld ja anlegen, dann kriegst du Rendite und dann kannst du dir auch in 100 Jahren oder in 20 Jahren Eier kaufen mit Hilfe der Rendite zum gleichen Preis wie heute. Macht das denn Sinn? Aber das wird ja immer propagiert. So soll man sich verhalten. Dennoch ist meine Frage, muss ich denn wirklich von dem Geld, was ich heute habe, wirklich heute, und von dem ich auch heute etwas kaufen könnte, muss ich denn wirklich von diesem Geld, genau von diesem Geld hier, in 10, 20, 30 Jahren etwas kaufen? Dann verdiene ich doch wieder neues Geld, oder? Also was soll diese ganze Überlegung immer mit dieser Inflation? Nehmen wir an, in 30 Jahren, ja, ich werde dann nicht mehr leben, aber in 30 Jahren wirst du, Schnösel, doch wesentlich mehr verdienen als heute. Und musst du dir denn dann das heutige Geld wirklich renditemäßig anlegen? Fragezeichen.